Willkommen zum bereits 60. Part Pokémon Ultra Sonne. Einem Projekt, wo ich am Anfang sehr unzufrieden war, wie langsam ich vorankam. Mittlerweile eher damit leben kann, wie, naja, immer noch langsam ich vorankomme. Wobei ich gerade festgestellt habe, dass wir nur 6 Prüfungen haben. Also haben wir doch 2 auf Pony. Ah. Egal. Ja, darf ich jetzt mal was sagen? Na gut. Warum teilen wir jetzt nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir ja irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Moment, du wolltest mir die ganze Zeit vorschlagen, dass du mich ein... dass du und ich andere Wege gehen. Ja? Also, dass du weg von mir gehst. Ja? Oh, ich hätte früher auf dich hören sollen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hätte auf dich hören. Ich hätte mir früher anhören sollen, was du zu sagen hast. Okay. Ethelbrecht zu den Ultrapforten. Hinter den von Professor Moon entdeckten Ultrapforten scheinen sich andere Dimensionen zu verbergen. Professor Moon, the fuck? Okay, also derjenige, der nun Pokémon-Resort ist, hat scheinbar die Ultrapforten entdeckt. Vielleicht hat er sich deshalb gesagt, dass, das Exil eine ganz gute Idee wäre. Der Nachweis von Veränderungen der Masse in jenen Dimensionen deutet auf die Existenz von Lebewesen hin. Die Ähnlichkeiten mit Pokémon aufweisen. Wir bezeichnen diese Wesen vorläufig mit dem Arbeitsnamen Ultrabestien. Wo wir gerade dabei sind, hast du da vielleicht irgendwas zu sagen? Und ja, ich liebe es, wenn ich... Oh, verdammt, nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, ich liebe es, wenn ich, ich in einem Ort bin, weil ich da nicht fliegen muss, aber scheinbar doch. Na, ich werde gleich mal schauen, ob da vielleicht ein Dialog mit ihm kommt, jetzt wo wir das wissen. Weil das ist ja schon sehr auffällig. So. Nee, ich kann nicht mit ihm reden. Schade. Okay, es war ein Versuch wert. Aber gut. Dann machen wir doch, was Tali sagt und teilen uns auf, weiterzusuchen. Ich werde nicht dort reingehen, weil Gladio hasst mich sonst, wenn ich da reingehe. Das weiß ich. Er hat mir so ganz leicht zu verstehen gegeben, dass er nicht möchte, dass ich dort hineingehe. Von daher werde ich das auch nicht tun. Sondern werde stattdessen nicht hier nach hinten gehen, weil das abgeschlossen ist. Sondern werde auch nicht hier hingehen. Okay, sorry Gladio, Ich glaube, ich muss dir jetzt auf die Nerven gehen. Moment. Sind wir schon da? Hier sind sie nicht. Ich sag dir, hier sind sie nicht, okay? Dazu hast du nichts verloren. Ja. Ich kenne deinen Dialog. Mit dem geheimen Labor B eigentlich. Sorry, ich, war gerade eine Wiederholungsschleife drin. Ich hab's gemerkt. Nicht sehr ereignisfähig. Hä? Ja, aber, hä? Jetzt hab ich irgendwas fundamental falsch gemacht? Oder, hallo? Ach so, das sollte ich lesen. Sorry. Ethelbrecht zu Cosmog. Es wird davon ausgegangen, dass Cosmog ein Ultrabest ist, einer anderen Dimension, die Ultradimension ist. Gerät es unter Stress, wird seine Fähigkeit aktiviert, die so dann eine Ultrapforte eröffnet. Wahrscheinlich, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Ha, wäre nützlich, wenn man das einsetzen könnte und nicht irgendjemand verhindern würde, dass er das einsetzt, aber okay. Gegenwärtig forschen wir an einer Maschine, die Cosmog unter konstanten Stress setzt, um die Ultrapforte dauerhaft... und die Ultrapforte dauerhaft aufnimmt. Okay, siehst du das? Das überquert eine Linie. Das hier. Was? Cosmog ist vielleicht eine Ultrabestie? Oh, habe ich gerade laut gelesen. Du, ich habe sehr gute Ohren. Oh. Das müssen wir Gladio erzählen. Ich hätte in meinem Kopf lesen sollen. Das wäre die bessere Idee gewesen. Hey. Und irgendwelche Erkenntnisse? Ein paar Dinge über Cosmog, mal sehen, ja, es ist eventuell eine Ultrabestie, und wenn du das unter Stress hältst, dann ist das eine Ultrapforte, das muss so eine Art Abwehrmechanismus sein, und die Sonne scheint gerade, und sie haben es dazu bewusst Stress ausgesetzt, deshalb ist Lily mit Cosmog abgehauen, wahrscheinlich konnte sie einfach nicht anders, sie ist viel zu gutherzig. Aber wir haben keine Ahnung, wo sich die beiden gerade befinden. Fabian muss das gewusst haben.
Es ist möglich, dass er uns reingelegt hat. Fabian! Ausführliche Erklärungen gehören nicht gerade zu Gladius Stärken. Keine Sorge, du übernimmst es dafür für euch beide. Ich frag mich, ob er das absichtlich macht, um cool zu wirken? Naja, wenigstens bemüht er sich darum, cool zu wirken, im Vergleich zu jemand anderem, den ich kenne. Egal, wir sollten ihm folgen, schließlich stecken wir hier alle im selben Schlamassel. Ja, ich gehe ja schon. Los, zurück zum Aufzug, komm, setz dich schon zu den anderen. Bzzz. Hey, Rotor, warum gibst du drüber eigentlich die Erde mit? Oh. Jetzt werde ich was ganz Verbotenes tun. Was ganz Verbotenes, was klar, die er bestimmt auf die Palme bringt. Unvollständige Sammlung von Ordnern, riskierst deinen Blick. Also, sehr unvollständig, wie man merkt, aber Ordner 2. AOB-Projekt, Protokoll 2. Budget für das Projekt zur Erschaffung einer Anti-Ultra-Bestien-Lebensform, AOB, durch die Präsidentin genehmigt. Okay. Das steht in einem ganzen Ordner? Wow! Dafür brauchst du natürlich einen Ordner. Protokoll 5. Beschaffen der Entwicklungsunterlagen aus der Fleetbook-Bibliothek in Sinnoh erfolgreich. Spezifikation der Typenwechselsoftware Alpha-System in Bearbeitung. Merkwürdigen Mann mit hochgezogener Augenbraue gefunden. Entwicklung eines variablen Disk-Systems für das Alpha-System eingeleitet. Mitarbeiter gestorben bei hochgezogener Augenbraue. Ordner 7. DNS-Modell mit Hilfe von Zellproben aller Pokémon-Typen vervollständigt. Anatomisches Modell verifiziert und Zucht des biologischen Zellrahmens initiiert. Ordner 11. Testlauf der Typenwechselsoftware. Alpha-System abgeschlossen. Typenwechsel mit allen 18 Disks erfolgreich. Und es gibt 18 Typen. Installation der Typenwechselsoftware Alpha-System eingeleitet. Codename der AOB-Lebensform offiziell als Typ Fool festgelegt. Okay. Das ist dann die Full House Sitcom in Pokémon Typ Fool. 18. Produktion der Modelle SN01, SN02 und SN03 abgeschlossen. Vehemente Abwehrreaktionen auf das Alpha-System bei allen drei Modellen. Gesamte Modellreihe von Typ Fool infolge von Initiationsfehlern völlig außer Kontrolle. Ordner 44. AOB-Projekt, Protokoll 44. Ausstattung der Modelle mit einer Kontrollmaske zur Minderung der Abwehrreaktionen erfolgt. Statt des Alpha-Systems mit Kontrollmaske fehlgeschlagen. Alle drei Modelle von Typ Fool permanent in Kälteschlaf versetzt. Name geändert zu Typ 0. Ja, weil er 0 ist, so steht ihr. Und das, deswegen wollte Gladio wahrscheinlich nicht, dass wir das sehen, weil das ist im Prinzip die Hintergrundgeschichte von seinem Typ 0 und wie er ihn getroffen hat. Yo. Welchen Ordner? Willkommen? Blog des Alola-Regionalleiters F-Titel des Eintrags Willkommen. Träumen Sie davon, Karriere zu machen? Dann sind Sie bei uns hier in der richtigen Adresse. Und auf diesem Blog werde ich mit Ihnen meine ganz persönlichen Erfolgsrezepte teilen. Mein Name ist F. F wie... Fuck you. Führungskraft. Wie Feuer, das lodert und brennt. Wie Führungskraft. Willkommen auf meinem Blog. Multitasking? Blog des Alola-Regulators, das F-Titel des Eintrags Multitasking. Neben meiner Arbeit als Projektleiter habe ich kürzlich die Entwicklung eines speziellen Pokéballs übernommen. So kann ich meinem Personal nicht nur mein Talent für Multitasking beweisen, sondern zugleich auch meine Vorbildfunktion stärken. Dies wiederum führt zu gesteigerten Motivationen. Zur Arbeit einer Führungskraft gehört es immer auch, sein Können zur Schau zu stellen. Risikomanagement. Blog des Alola-Regionalleiters, F-Titel des Eintrags Risikomanagement. Warum steht da in ganz, ganz kleinen Buchstaben Oberster Regional? Naja. Vor kurzem habe ich ohnehin die Erlaubnis meiner Vorgesetzten eine Entscheidung getroffen. Ich habe einen Apparat entwickeln lassen, der dazu dienen sollte, eine gewisse Kreatur zu bändigen. Ich dachte, diese Entscheidung zu meiner eigenen Sicherheit, falls die Kreatur je außer Kontrolle geraten sollte. Und mein Risikomanagement zahlt es sich aus, denn genau dieser Unglücksfall traf letztendlich ein. Man könnte hier von Glück im Unglück sprechen, man könnte aber ebenso von Talent sprechen. Als Führungskraft gehört es zu meiner Arbeit, Risiken zu erkennen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Sieht es vertuschen der Wahrheit. Blog des Alola. Okay, das oberste wird immer größer. Immer mit einer größeren Schriftart. Regionalleiters F. Titel des Eintrags gezieltes Vertuschen der Wahrheit. Ein Familienmitglied meiner Vorgesetzten hat die Früchte meiner Forschungsarbeit gestohlen. Ich habe jedoch davon abgesehen, meine Vorgesetzten darüber in Kenntnis zu setzen. Damit wollte ich mich nicht nur mich selbst vor einer Entlassung schützen, sondern vor allem der Ruf meiner Vorgesetzten wahren. Wenn es darauf ankommt, kann gezieltes Vertuschen der Wahrheit nicht nur Stellen retten, sondern auch ganze Karrieren. Es ist ein wichtiger Teil der Arbeit einer Führungskraft und das ist keine Übertreibung. Nun,
Während das natürlich sehr interessant war bezüglich Typ 0 und seiner ganzen Backstory, hat man hier einfach nur gemerkt, dass tatsächlich Oberster Regionalleiter Fabian ein bisschen mehr drauf hat, als nur komisch rumzuschreien. Also von daher, ja gut, okay. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich sollte ganz nach oben. Starten wir dann eben doch einfach mal einen Besuch ab. Jo. Jesse? Tali? Ich wusste, Fabian hat doch ein Ass im Ärmel. Na, was sollen wir noch machen? Wir schalten jeden aus, dass ich uns in den Weg stelle. Das ist eine bessere Idee. Ja, kein Grund, euch so auszurasten, ne? Nicht einen Schritt weiter, das ist ein Befehl von Regionalleiter... Robusta! Regionalleiter Fabian. Ich glaube auch nicht etwa, dass wir euch gehen lassen, jetzt wohl ihr von den dunklen Machenschaften der Aether Foundation wisst. Jesse, die können wir nur im Team erledigen. Mit einer Sache interessant. Also bei der Aether Foundation geht man so ein bisschen davon aus, es gibt so einen Kern von Assis. Und dieser Kern von Assis hat im Prinzip die Aether Foundation aufgebaut, um dunkle Machenschaften im Hintergrund zu machen. Mit dem Vorwand, sich um die Pokémon zu kümmern. Okay, soweit verständlich. Die Pokémon, um die sie sich kümmern, haben sie also dann für Experimente benutzt, um zum Beispiel Ultrabestien zu holen, Unterforten zu öffnen oder eben Typ 0 zu erschaffen. Okay, ergibt auch noch Sinn. So. Der Punkt, den ich jetzt nicht verstehe, und jetzt hier was für Lili. Achso, oh, stimmt. Ich kämpfe ja gar nicht alleine, ich habe gerade gefragt, hä? Ah ja, klar, Tali kämpft ja mit. Den Punkt, den ich nicht verstehe bei der ganzen Sache, ist... Warum genau alle, die hier zu sein scheinen, Assis zu sein scheinen? Warum stelle ich das in Frage? Ja, wir nehmen ja irgendwie an, dass sich all diesem Kern von Assis Leute angeschlossen, die tatsächlich die Überzeugung, die nach außen getragen wird und mit der geworben wird, die tatsächlich teilen. Das ist ja auch ein Grund, warum sich dann Team Plasma gespaltet hat. Der Kern von Assis ist praktisch gegangen und hat was Neues gebildet und diejenigen, die wirklich daran geglaubt haben, was sie gemacht haben, ist bei Team Plasma geblieben. Es war eine wahre Glanzleistung, ich bin völlig geblendet. So sind die Kinder, die in meiner Stadt champ werden sollen, also drauf, macht mir richtig Angst. Aber hier scheinen irgendwie nur die Assis zu sein. Und das scheint alles zu sein, woraus die Aether Foundation besteht. Klar, ein paar nicht, aber die anderen sind irgendwie alle nicht mehr hier. Warum? Ah, die Kinder in der Lore sind wirklich stark. Was macht die Inselwanderschaft aus ihnen? Und jetzt aus dem Weg! Ah. Ey, puh, danke, Jesse. Und natürlich auch Fuego. Wenn man seine Partner-Pokémon besser versteht, kann man selbst ein Pokémon kämpfen. Spaß haben, die man auf keinen Fall verlieren darf. Nein, ich hatte keinen Spaß dabei. Also sie brennen zu sehen, ja, aber... Wäre ich kurz vorm Sterben, dann nein. Gehen wir. Ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben. Auch wenn wir nicht die besten Freunde sind, Tali. Und ich bin froh, dich an deiner Seite zu haben, auch wenn wir uns gut verstehen. Das, was Tali beim Dom Royal gesagt hat, ist da vielleicht auch etwas Wahres dran? Nein, nein. Ich bin zum Entschluss gekommen. Nein. Das ist doch... Gladio! Ja, du bist es wirklich! Okay. Ihr kennt euch? Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Jesse, Tali, lass mich aber Pokémon wieder fit machen. Das ist sehr freundlich von dir, dankeschön. Du, kannst du mir sagen, wo Lily steckt? Sie müsste bei der Präsidentin sein. Danke, das war's doch schon. Wir gehen gleich zu ihr. Präsidentin? Wer ist das? Tali, deine Milf. Ach so, Samantha! Sie wird uns bestimmt hören. Zuhören, sie ist so nett. Zu euch vielleicht. Und das auch nur, weil sie keinerlei Interesse an euch hat. Aber ihr könnt nicht zu ihr. Die Tür ist verschlossen. Was, schon wieder? Das ist kein Problem. Nun gut. Bitte pass gut auf Gladio, auch wenn es ihr was in den Kopf setzt, verliert ihr die Konsequenzen oft völlig aus den Augen. Genau wie damals, als er sich dieses Pokémon gestartet hat und einfach verschwunden ist. Er und sie sind sich so ähnlich, ja. Lily hat sich Cosmo geschnappt und ist verschwunden. Gladio hat sich Chip 0 geschnappt und ist verschwunden. So ein bisschen. Na,
jetzt wünscht ihr euch sicher, ihr werdet brav im Muttergeschoss geblieben, was? Mir war natürlich klar, dass ihr irgendwann heraufkommen würdet, unsere Präsidentin zu gelangen. Und da euer Verhalten für mich so leicht zu durchschauen war, habe ich von der Villa an, dass sich die Präsidentin aufhält, diesen Hinterhalt für euch vorbereitet. Damit kann ich meinen Plan passend von vorhin wieder gut machen. Ins Untergeschoss habe ich euch nur geschickt, um genug Zeit zu haben, meine Untergebenen zusammenzutrommeln. Du bist echt nett, Herr Fabian. Aber natürlich, immer bin ich doch der fabelhafte oberste Regionalleiter. So nett, dass du uns sogar verraten hast, wo sie die Präsidentin und somit auch Cosmog von Lilly aufhalten. Da haben wir noch nicht einmal nach ihnen gefragt. RIP! Genug der Worte. Hat ihr das genau? Worauf wartet ihr denn noch? Wir haben keine Zeit für sowas. Hilf mir, Jesse. Ja, natürlich. Müssen wir uns durchkämpfen. Alles klar. Es kommt ja schon wirklich Finalstimmung, aber ich finde, es ist wirklich sehr schön komprimiert, muss ich sagen. Auch wenn, wie gesagt, wir sind doch gar nicht beim Finale, es ist ja nur so ein Zwischenfinale. Aber dieser Story-Abschnitt ist wirklich gut gemacht. Also wir haben zum einen so dieses Team Skull-Versteck, was auch schön komprimiert ist. Nicht irgendwie, im Englischen würde man sagen, overstays is welcome. Also, wenn sich etwas so lange zieht, dass man Interesse dran verliert, sagt man das dazu. Mir fällt da kein gutes deutsches Pendant ein, deswegen, nehmen wir einfach mal das und ich finde, das tritt ziemlich gut. Es bleibt wirklich, es ist genau richtig, lange, genau die richtige Anzahl Trainer, dass man da wirklich interessiert dran bleibt. Baut eine schöne Atmosphäre auf und dann geht es hier Schlag auf Schlag direkt weiter. Und auch hier, das sieht ihr nicht ewig. Wir erfahren ein paar interessante Hintergründe, haben hier langsam diese mysteriöse Box, die sich langsam aber sicher steigert, wo man erfährt, dass tatsächlich Gladio die Leute hier kennt, dass Samantha mit den ganzen Leuten hier unter einer Decke steckt, dass sie das in Fakt geplant hat, dass Typ 0 und Gladio ebenfalls von hier kommen, dass Lady mit Cosmog abgehauen ist und das alles wird hier sehr kompakt abgearbeitet. Aber muss man natürlich auch sagen, aber die Spieler häufiger kritisiert, aber bei dieser Story-Abschnitt ist enorm gut gemacht. Und hat tatsächlich und macht wirklich gerade enorm viel Spaß. Also ich finde mich sehr, sehr gerne bei diesem Abschnitt vom Spiel. So, sehr schön, dass du trotzdem angreifen kannst. Nein! Voltenso? Vielleicht soll ich mal wechseln. Und zwar. Ich meine, ich würde jetzt zu ihm wechseln, aber er ist jetzt auch nicht wirklich. Nein. Citron am besten. Würde ich sagen, eben weil ich jetzt auf Dampfwalze zurückgreifen kann. Ich glaube, das ist da die beste Option, die ich ziehen kann. Flammensturm? Wollte ich gerade sagen, du greifst doch da deinen Partner an. Aber na gut, wenn du natürlich Typ 0 verbrennst, dann ist das keine schlechte Idee. Und bei Flammensturm war die Chance gar nicht mal so schlecht. Also, okay, gut, ich verstehe, was du machen wolltest. Ich hätte es doch trotzdem nicht gemacht, weil du... Naja, du hast Voltenso angegriffen. Du hättest auch Voltenso ver... Und jetzt holst du das Pokémon, dessen Angriff du gerade halbiert hast, aus dem Kampf heraus. Du bist ein Held, weißt du das? Das war erste Sahne. Erste Sahne. So, genau, dann greife ich mal Hundemon an. Und du kannst dich um... Moment, warum... okay... Ich wusste gerade nicht mehr, dass Schallwelle beide trifft, aber okay. Was? Sag mal, macht uns jetzt eigentlich auch was anderes? Okay, dann halt so. Du weißt, dass du mir kostenlose Wechsel hier oder zugestehst. Dankeschön. Aber okay. So. Damit wär's das und ich stelle fest, Schallwelle trifft zwei Pokémon. Soll das vielleicht doch öfters benutzen? Müssen wir es jetzt wieder der redlichen Arbeit des Pokémon-Schutzes nachgehen? Sie dann wirft einen dunklen Schatten auf meine Laune. Oh wow, es ist so schlimm, dass ihr irgendwie eurer Ideologie folgen sollt. Das ist echt schrecklich. Ah, unmöglich, kann es sein, dass wir von Kindern in die Ecke getrieben werden? Wir mit vereinten Kräften zu kämpfen hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Jesse, Talia, beide kümmert euch um Fabian. Schon wieder? Nein, nein, nein! Ich bin der oberste Regulator der
Fabian! Jetzt soll er dir bepasst machen, was du hier im Etherparadies! Jetzt werde ich mich nicht zurückhalten! Wir regeln das jetzt einfach alle mal an einem Multikampf! Bist du bereit, Jesse? Wenn wir Lilian Gussmann retten wollen, müssen wir zusammen das Pokémon alles geben! Dann hör auf zu reden, damit wir sie auch tatsächlich retten können. Das, das wäre wirklich angebracht, nachdem so viele Menschen meine Zeit verschwendet haben seitdem. Und der Einzige, der tatsächlich es gewollt hat, meine Zeit zu verschwenden, nämlich Fabian, nun vor mir steht und versucht, nachdem etliche meine Zeit sinnloserweise verschwendet haben, sie noch weiter zu verschwenden. Also lass uns hier vielleicht mal irgendwas von Substanz machen, danke. Okay, Lipomenta, das sieht doch so schön nach einer Unlichtattacke aus. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Nicht sehr effektiv, aber ich habe noch nicht gegen Lipomenta gekämpft, deswegen wird es nicht angezeigt. Also von... X-Abwehr? Das ist jetzt unfair, Mann. Ich wollte dich doch erledigen. Gut, hätte ich das natürlich... Guck mal, sind nicht Ledian angegriffen. Das war mir davon leider nicht klar. Also Lipomenta wird es mit ziemlicher Sicherheit überleben. Aber ich komme, es hat eine X-Abwehr bekommen. Scheint doch ganz gut dabei zu sein. Das heißt, ein Schlag geht auf jeden Fall noch, vermute ich. Ja, und dann müsste er erledigt sein. Ob das jetzt für Lena ausreicht? Ich glaube nicht. Nee, leider nicht. Oh, Mist. Es tut mir so leid. Ich hätte dir gerne geholfen, aber ich bin langsamer wie du siehst, von daher... Langsamer als du, sorry. Ich bin langsamer als du, wie du siehst, von daher... Keine Option, aber du willst jetzt sterben. What? Das ist doch nicht wahr. Ah, Silvaro? Okay, neuer Plan. Du kümmerst dich um Lipumentas. Ich kümmere mich um Lidian, okay? Weil wir beide werden sau langsam. Das heißt, Lidian wird auf jeden Fall zuerst angreifen. Und der hat Tali ziemlich auf dem Kicker, wie ich merke. Okay, aber Schattenfelsen, cool. Sehr schön. Schattenfesseln. Habe ich Schattenfelsen gesagt? Schattenfesseln, meine ich natürlich, sorry. So. Und damit habe ich jetzt nicht mit der Attacke angegriffen, die ich wollte, aber das ist egal. Es war es und auf Wiedersehen. Da fällt mir ein, ich muss mal Feuerschlag beim Mantax-Surfen holen. Da kümmere ich mich bald drum. Pupita. Da ist es doch schön, dass wir ein Pflanzen-Pokémon drauf. Was? Ihr habt noch was? Und ein Knürfelschau noch? Oh. Jetzt weiß ich gar nicht, wen ich zuerst angreifen soll. Ich nehme mal Knürfisch, weil ich nehme an, du wirst Pupita angreifen in der Pflanzenattacke, weil das ist irgendwie sinnvoll und oh, ich werde sterben. Yo. Harter Kampf bisher. Jetzt bitte sag mir nicht, dass du Pupita mit einer Pflanzen-Z-Angriff angreifst. Bitte greif Knürfisch an. Pupita ist viermal schwach dagegen. Boah! Pupita hat eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Das war so Overkill. Okay. Sieht nach einem Job für Misaka aus, würde ich mal sagen. Wenn er schon ein Knürfisch draußen steht. Und... okay, gut. Das heißt, es sind nur noch Fabians Pokémon übrig. Ja, ist klar. Und macht dann insgesamt 6. Es war ja auch möglich. Ich weiß gar nicht, welche Generation das war, möglich, dass Trainer mehr als 6 Pokémon haben konnte. Ich glaube, der 6. war das möglich. Wenn man diese Doppelkämpfe hatte, wo dann irgendeiner mehr als 4 Pokémon hatte. Aber ich... Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das da war oder ein Storm Silver. Aber ich meine, theoretisch war es möglich. Das war ganz interessant. So, Käfer geprummt, würde ich sagen. Na komm, das wird dir nicht erledigen. Und das wird wahrscheinlich nicht reichen, also da werde ich wahrscheinlich noch nachlegen müssen. Oh, doch! Respekt! Ah! Um es mit den Worten eines weißen Mannes zu sagen. Ah! Okay, das war gut. Das war echt gut. Ah! Ah! Okay, es reicht. Wir möchten Lilly retten. Lass uns doch jetzt durch. Oh, der. Sonst werde ich dich für immer anlächeln. Ich werde dir deine Lunge rausreißen. Ich lächle dich an. Ich schau monoton. Ja, bitte auf mich so anzulächeln. Vielen Dank auch für den Schlüssel, Herr Regionalleiter.
Oberster Regionalleiter! Ja, danke, Herr Oberst! Oh, wie ich Kinder verabscheue! Yay! Gut, ich werde dann mich ganz kurz nochmal heilen gehen. Suchen wir weiter hier in dem Erdgeschoss nach Samantha. Ja, also ich war eigentlich auf der... Hä? Moment. Wurden die schon aufgeheilt? Na gut, das weiß ich halt nie. Aber, ja gut, ich dachte eigentlich, wir suchen primär Lilly? Und Cosmog? Scheinbar suchen wir jetzt primär Samantha? Was ist das passiert? Okay. Ich habe mein Stella nach vorne. Wenn sie jetzt ein bisschen trainieren kann, dann nehmen wir jetzt alle Männer weniger Level 40. Und wenn der Partner dieser Stelle beenden, danke für die Aufmerksamkeit, diese Part. Pokémon oder so, mein Leben. Wenn der Partner euch gefallen hat, würde ich mich sehr bei einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst, mir auf meinen Social Media Kanälen folgt. Und ja, ansonsten, unterstützt ihr Patreon, wenn ihr ein bisschen was übrig habt. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich freue mich auf euch. High Five. Bis dann.